So, okidoki, auf ins Gemetzel. Da. Oh, die finale Map von Freedom 1 Episode 2. Erstmal gucken. Oh, zwei Gegner. Na dann garantiert ein Cyber Demon, ne? Die Frage ist, was ist gegen Cyber Demon am effektivsten? Eigentlich. Na, hauptsächlich, also beim alten Cyber Demon waren es die Raketen, das weiß ich noch. Ja, wir erstmal gucken, was überhaupt in der Map alles vorhanden ist. Es sind zwei Cyber Demon. Scheiße, ich dachte, das ist ein Cyber Demon und ein weißer Geier was. Wo sind wir denn hier? Oh. Interessante Map, kann man machen. Ach so, wir müssen. Oha. Nein! Ach so, nee, okay. Schade. Ich dachte gerade, wir können die aufeinander aufhetzen, aber guck, schaut mal oben auf die Anzeige. Wenn die sich gegenseitig fertig machen, passiert dann gar nichts. Ja. Ja. Also können wir die Tour nicht aufeinander aufhetzen. Also wir könnten es, aber es bringt nichts. Gut. Das heißt dann im Klartext, wir müssen auf jeden Fall sie erstmal rauslocken. Die Frage ist. Oh, wir haben. Nee, doch, haben wir. Taschen haben wir mitgenommen. Die Frage ist, wie geht's dann weiter? Hier sind auf jeden Fall ein paar Türen. Die wir alle nicht öffnen können. Boah, ist ja ganz schön laut hier. Aber wir müssen erstmal alle rauslocken hier. Alter, Alter. Jawohl! Perfekt. Oh! Er wird ja von alleine. Okay, also wir haben Raketen und wir haben von der harten Munition was. Also abgesehen von Waffen haben wir wirklich alles. Jetzt wünsche ich echt diese Autoshotgun, weil die wird uns jetzt echt weiterbringen. Haben wir aber leider nicht. Vor allem wüsste ich gerne, was der Schalter jetzt gemacht hat. Ach, der Schalter hebt. Ach, wow. Okay. Und jetzt? Ich dachte, das war das Exit! Haben wir überhaupt nicht schon? Wow. Okay, komm, ich versuche erstmal hiermit. Mann, Alter, hier geht's ja ab wie auf der Achterbahn. Nein! Fuck. Nein, wo ist da?
das gibt's doch gar nicht hier. Zwei gleichzeitig, ach gut. Genau gereicht. Oh, fuck. Die mal mit ihrem Streu. Da denkst du, was mal für eine Sekunde Ruhe, da hast du gar keine Ruhe. Nee, komm, mach ich hier mit. Oh Mann, Alter, das geht hier ab. Ja! Der erste ist weg! Boah! Jetzt brauche ich mich bloß noch auf einen konzentrieren. Das ist echt beruhigend. War das gut oder war das... Och nö, ernsthaft? Mann, ich hasse sowas. Oh, fuck off. Ja, komm. Nummer 1 besiegt. So, bei der zweiten müssen wir jetzt aufpassen. So, wie machen wir es jetzt am dümmsten? Ah, ich weiß schon. Zuallererst mal Waffencheck. Dann werde ich jetzt mir den Monster nämlich umbringen, und zwar mit der Shotgun. Und werde dann ganz schnell, sobald der tot ist, von den Shotguns rennen und dann das Level beenden. Gut, okay. Okay, jetzt wird es super risky. Beziehungsweise schon mal erstmal diese Plasmawaffe. Ey, wir können ihn dann ja auch mit Plasma umbringen. Ja, komm.
Hä? Wir haben die Waffe bereits? Oh, haben wir doch schon geholt. Okay, also doch zum alten Plan zurück. Jawohl, wir haben es geschafft. Beide besiegt und jetzt kann ich mich in aller Ruhe change map. Und damit haben wir die zweite Episode geschafft. E3 M1 ist unsere nächste Station. So. Ist das nicht nice oder ist das nice? Also ich finde es richtig nice. Also ist das eine, was uns... Achso, hell. Hellische Energie. Für die, die es nicht wissen, das ist... Nein. Leck mich am Arsch. Leck mich richtig hart. Hallo? Das hier. Oder auch nicht. Hey, wo ist denn hier eine Secret-Waffe? Ach! Hellisch steht da gar nicht mehr für hellische Energie, also für diese Höllenenergie, sondern für das, was ich gerade habe. Ist praktisch ein Rocket Launcher von den Höllen. Also praktisch ein höllischer Rocket Launcher. Und dafür die Abkürzung ist hell unten rechts. Und ich dachte, das war, gab's bei Project Brutality, gibt's auch diese Waffe, die diesen roten Strahl da verschießt, diese schwarze. Eine von diesen super geheimen Waffen. Und die hat ja auch so eine Energie, die so ähnlich heißt. Egal. Interessiert uns gerade alles nicht mehr. Wir sind durch. Ja, mal gucken. Wie gesagt, vielleicht mache ich heute auch noch die anderen beiden. Also hier Dark Encounter und 2002 Doom Odyssey. Wenn nicht, macht ihr auf jeden Fall den morgen. Wie gesagt, vielleicht sogar noch heute. Ich meine, es ist jetzt gerade mal Viertel nach 17 Uhr. Von daher. Jetzt ist es draußen gerade schon dunkel. Heißt also, ich kann auch jetzt schön aufnehmen. Nur halt die Frage ist, ob ich jetzt noch Lust habe oder ob ich lieber irgendwelche Filme gucke oder programmiere. Muss ja noch bei meiner Doom Engine die Map-Datei konvertieren, na, damit endlich mal meine C-Doom Engine komplett ist. Ja, egal. Nichtsdestotrotz. War es das erstmal mit der zweiten Episode von Free Doom 1. Ciao mit V.